Also ein ganz klarer Strategiewechsel, über den wir sprechen mit dem Verteidigungsexperten Dr. Christian Mölleck. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Was bedeutet das jetzt, dass die NATO sich heute dann gemeinsam dazu entschieden hat, beschlossen hat, dass es diesen Strategiewechsel gibt und Russland jetzt als eindeutige Gefahr gesehen wird für Europa, für dieses transatlantische Bündnis? Ja, ich glaube, wir haben auf der einen Seite einen politischen Nachvollzug dessen, was in den letzten Monaten schon abgelaufen ist. Das strategische Konzept, hatte man eigentlich gedacht, sieht ganz anders aus, viel balancierter, viel mehr China. Das ist jetzt gar nicht so stark drin. Wir haben einen großen Fokus auf Russland da drin, was auch wahrscheinlich dazu führen wird, dass das strategische Konzept in einigen Jahren wieder überarbeitet wird. Denn wir befinden uns mitten in einem Krieg. Das heißt, erst wenn der Endstatus erreicht ist, man ungefähr sagen kann, wo steht Russland eigentlich, wird man wahrscheinlich nachsteuern müssen bei der Verteidigung. Aber alles in allem ist das zweite Signal politische Geschlossenheit. Auch das wichtig zum jetzigen Zeitpunkt. Politische Geschlossenheit, die natürlich die Mitarbeit aller 30 NATO-Staaten bedingt. Auch Deutschland ist da ein Teil davon. Und nun ist ja das Problem bei der Bundeswehr, dass da richtig sauber gemacht werden muss, weil eigentlich nichts mehr funktioniert. Und trotzdem will man dort eine Führungsposition einnehmen. Wie schnell ist denn das überhaupt möglich? Weil es gibt ja mehrere Baustellen. Eigentlich ist die gesamte Bundeswehr eine Baustelle. Also wir haben jetzt erstmal eine politische Zusage und das soll relativ zügig gehen, da haben Sie recht. Ich glaube, es rätseln zurzeit alle oder viele rätseln darüber, wie die Zusagen, die jetzt politisch gemacht worden sind, militärisch dann eingehalten werden sollen. Denn der Inspekteur des Heeres hat ja selber gesagt, dass er dazu eigentlich nicht in der Lage ist. Er hat damals gesagt, glaube ich, dass er blank ist im Grunde genommen. Das heißt also, man wird sich sehr strecken müssen, um zumindest einen Anfang dieser Eingreiftruppe oder des deutschen Beitrages bereitstellen zu können. Immerhin 15.000 Soldaten, das ist eine ganze Menge, auch wenn die nicht alle am ersten Tag sozusagen einsatzbereit sein müssen, ist es trotzdem eine ziemliche Hausnummer. Es heißt ja aber nicht, dass es jetzt vorbei ist oder das Ende der Fahnenstange, wenn wir jetzt diese Soldaten noch zur Unterstützung, zumindest an der Flanke haben, sondern es geht auch um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Jegliche Art der Unterstützung wurde heute noch mal ganz klar gemacht, wird das Land bekommen. Was kann Deutschland da jetzt noch bringen? Denn die Diskussion geht genauso lange wie der Krieg in der Ukraine. Deutschland hat nichts, Deutschland liefert langsam. Wie kann es da jetzt weitergehen? Naja, der Kanzler hat ja selber erklärt, dass er eigentlich der Ukraine helfen möchte, Land gemeinsam mit den Partnern zurückzugewinnen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht halt ist das die Konsequenz, dass man der Ukraine hilft, nicht nur die Defensive hinzubekommen, sondern auch die Offensive hinzubekommen. Das heißt, Deutschland müsste sich tatsächlich dazu verpflichten, deutlich mehr Waffen über einen sehr langen Zeitraum zu liefern. Wir sehen ja, dass Dinge möglich sind. Die Verteidigungsministerin hat jetzt ja noch mal möglich gemacht, dass weitere Haubitzen geliefert worden sind, obwohl es noch vor einigen Tagen hieß, das, was damals verkündet war, ist das Maximum. Das heißt, also ich glaube, das ist auch die Lehre der internationalen Partner, da geht noch was, wenn man wahrscheinlich genug Druck macht. Aber was, Herr Mölling, geht denn noch und wie lange geht das noch? Also wie weit will man denn gehen als Verteidigungsbündnis des Westens, um die Ukraine zu unterstützen, vorbehaltlos und solange es nötig ist? Aber was heißt denn das? Ich glaube, die Worte sind ja eine sehr klare Aussage, dass man tatsächlich alles in die Waagschale werfen wird, was man in die Waagschale werfen kann. Wir werden sicherlich nicht die Verteidigung der Allianz dadurch gefährden. Aber man muss ja auch sehen, dass die Verteidigung der Allianz gegen das größte Problem, das die Allianz hat, so wie es ja gerade im Konzept beschrieben worden ist, das macht gerade die Ukraine für uns. Das heißt also, ob eine Panzerhaubitze ist wahrscheinlich besser in der Ukraine aufgehoben als in einer deutschen Baracke. Die Angst vor Russland hat jetzt auch dafür gesorgt, dass zwei Länder der NATO beitreten wollen. Die Norderweiterung, die scheint jetzt auch tatsächlich dann so gut wie beschlossen zu sein. Auch die Türkei hat die Blockade aufgenommen jetzt. Was bedeutet das für die NATO? Inwiefern stärkt es das Bündnis? Aber inwiefern kann das auch Russland weiter herausfordern jetzt? Das wird ein Teil der gesamten Neubewertung sein, dass man einfach erstmal guckt. Wir haben eine Verlängerung der Flanke auf der einen Seite. Das heißt, wir haben 1300 Kilometer in Finnland. Was man aber nicht vergessen darf, ist, wir hatten schon vorher, dadurch, dass Russland sich weiter nach Westen ausgedehnt hat, 270 Kilometer weiter dazu bekommen. Das heißt, man wird das alles neu sortieren müssen. Es ist sicherlich ein Nettogewinn, Finnland mit dabei zu haben, denn Finnland und Schweden wären ohnehin in einem möglichen Krieg gegen Russland wichtige Operationsgebiete gewesen. Man hätte sozusagen durch den Luftraum durchfliegen müssen. Jetzt ist alles viel einfacher. Die Partner waren sehr nah schon dran, aber das heißt, jetzt kann man die letzten Geheimnisse mit diesen Ländern teilen und eine gemeinsame, integrierte Militärplanung machen. Und das ist sehr wichtig. Herr Mölling, wir haben einerseits einen heißen Krieg in Europa. Andererseits eine totale Abgrenzung. Ist anfangs angesprochen worden, es gibt keinen Partner mehr, keinen strategischen, sondern es gibt eigentlich einen ernstzunehmenden Feind. Und da sind wir beim Kalten Krieg. Ist der vergleichbar mit dem der 70er, 80er Jahre oder der 60er, 70er, 80er Jahre oder befinden wir uns auf einem völlig anderen Niveau?
Ja, ich glaube, also ich würde diese historische Parallele nicht ziehen. Denn sie zieht uns in völlig falsche Bilder, das ist das eine. Da kommen im Kopf ganz andere Dinge hoch, das passt heute nicht mehr. Dazu kommt auch, dass dieser Krieg Teil eines größeren Konfliktes ist. Das heißt, wenn der Krieg, so wie wir ihn jetzt sehen, mit Panzern, Artillerie, wenn der vorbei ist, ist der Konflikt nicht vorbei. Das hat Putin ja auch selber immer wieder sehr deutlich beschrieben. Er ist im Grunde genommen in Konflikt mit dem Westen, mit den westlichen Werten. Und sein Ziel ist, die Ukraine von der Landkarte zu tilgen und damit auch die westlichen Werte, denen sie zugestrebt sind, von der Landkarte zu tilgen. Herr Mölling, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zu dem, was wir vor allem jetzt bei diesem NATO-Gipfel bisher gehört haben. Dankeschön. Danke Ihnen.